Auf geht's, ab geht's, drei Tage war so ein. Nächste Lobby kommt bestimmt, drei Tage war so ein. Ich nehme die Lobby übrigens sehr ernst. Hier geht's um Leben und Tod. Ach, shit. Und noch von hinten. Wieder einer keine Lust auf Kindergeld. Jawohl. Sieht immer ein bisschen so aus, als würde das Flugzeug etwas abkackern, oder? Was raus muss, muss raus. Was will man machen? Nein! Wie bin ich denn jetzt bitte auf die Taste gekommen? Ich hätte den locker gehabt. Der muss ja auch denken, was war denn mit ihm los? Ach, scheiße. Was ist denn das für ein Rundenstart? Ich hätte den locker... Wie hab ich denn jetzt auf X gedrückt? Hab einen auf Obama gemacht, dachte mir, komm, volle Attacke mit Drohnen. Hat nichts geholfen. Kein guter Tipp. Ich finde den Gulag mittlerweile um einiges schwerer, seitdem die ARs und SMGs mit am Start sind. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich habe jeden Fall öfter gewonnen, als es noch mit Pistolen und... Ach shit, ich hatte bloß so ein Wurfmesser. Nein! Ja, das war wohl die schnellste Runde, die es überhaupt gab. Platz 112. Ärgerlich. Und es geht schon wieder los. So, gleiche Taktik wie gerade eben. Zack, wieder auf die Hütte drauf. Auftrag liegt dann hier erst an der Tankstelle. Naja, wir schauen mal. Jawohl, und da haben wir den ersten, der wird richtig abkotzen. Ist mal schön direkt nach der Landung einer auf die Fresse bekommen. Das ist immer das Schönste, was passieren kann. Ey, hier fährt schon wieder der erste rum. Wie schnell sind denn die alle? Beim immer schön hupen beim Fahren. Geht es euch auch teilweise so, dass das Echo von euren Schritten euch immer verwirrt und ihr denkt, hier ist irgendwo ein Gegner? Weiß nicht, ob das mit dem neuen Update kam. Vorher war das irgendwie nicht so schlimm. Also ich freue mich ja, wenn die was an der Audioqualität schrauben, weil da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Aber teilweise kacke ich mir vor meinen eigenen Schritten ein und meine Freundin muss den Scheiß wieder rauswaschen. Nee, das lasse ich lieber. Der ist mir zu weit weg. Dafür ist mein Aim um einiges zu schlecht. Da mache ich nur auffällig auf mich. Oh. Ui. Na Glück, dass ich den gesehen habe. Hat auch erst mal eine Sekunde gedauert, bis ich ihn getroffen habe. Ihr seht, ich habe mit meinem Aim nicht gelogen. Wie sieht es denn zonentechnisch aus? Wird wahrscheinlich irgendwo hier hinten wieder ausgehen, gehe ich zumindest davon aus. Ich versuche es immer zu erraten und wenn es dann stimmt, freue ich mich wie ein kleines Kind. Huch, Entschuldigung, war ich nicht. Warum wackelt die Karre so? Ah, habe ich eingebaut hier. Low-Driver-Dingens, nein, wie heißt der Mist? Ich habe es vergessen, aus dem Amiland. Die Karren, ihr wisst, was ich meine. 12,9 haben wir. Alter. Mein Herz. Ist jetzt einer abgeballert oder hat die Karre sich selber vernichtet mit ihrem hoch und runter Gespringe? Das war nicht mal die Karre. Was war das? Ich habe Angst. Ich muss mich halt... Geschafft. Leicht erschrocken. Geht denn der Kreis hin? Oh, ich habe sogar recht gehabt. Hab's euch doch gesagt, habe ich alles gewusst. So, nochmal kurz aufgetankt und weiter geht's. Ausrüstungslieferung nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir nehmen eine Drohne noch mit und dann sind wir auch schon so gut wie pleite. Obwohl, eigentlich könnten wir wahrscheinlich gleich hier bleiben. Ist zumindest schon mal keiner drin. Würde ich sagen, wir werfen mal die Kiste dorthin. Oh nein, bitte nicht irgendwie auf dem Ding landen oder auf die andere Seite fallen. Bitte, 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 bitte. Will mich dieses Spiel verarschen? Ja. Reaktion. Ach, Mann, es lief so gut am Anfang. Es lief alles so perfekt. Nein! Geht man so mit Frauen um? Und ja, ich spiele eine Frau. Weil ich mir tatsächlich nicht sicher bin, ob die Hitboxen dadurch kleiner werden. Vielleicht wisst ihr es ja. Ich müsste es wahrscheinlich nur 2 Minuten googeln und würde es rausfinden, aber Faulnis ist da. Von daher, wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wäre ich sehr, sehr dankbar für. Ich versuch's immer. Ich hasse es, wenn es jemand mit mir macht. Aber selber machen tue ich's auch.
Jawohl, gleich eine goldene zum Anfang. Panzertasche ist am Start. Ich weiß nicht, wo er hingerannt ist. Da ging eine Tür auf. War dumm aus der Entfernung. Schießt am besten bloß, wenn ihr euch auch ganz sicher seid, dass ihr den bekommt. Sonst verratet ihr nur sinnlos eure Position. Aber ich kann der Versuchung dann meistens nicht widerstehen und baller einfach drauf. Also guckt euch nicht bei mir ab. Es ist einfach nur dumm. Boah, wir haben ja noch fast gar kein Geld. Was ist denn hier los? Was machen wir am dümmsten? Nehmen wir uns nochmal den LKW. Jawohl, Geld. Saudi-Arabi Money Rich. Jetzt meint das Spiel aber gut mit uns. Muss man sich immer erstmal beschweren. Wir sneaken einfach vor. Nein. Oh shit. Ach, Schildbreak war er doch schon. Schade. Was hatte ich noch für eine Waffe? Schnappdrache. Na, vielleicht hätte man die nehmen sollen. Da war er. Wir haben ihn sogar getroffen. Hab ich ihn doch gehört, du kleiner Sack. Hui. Scheint hat mich noch jemand gehört. Nein. So, richtig schön auffällig. Komm schon, nimm die Grau. Jawohl. Und weiter. Ich frag mich, wie wir das überleben konnten. Nein. Ach shit, warum bin ich denn ausgestiegen? Ich bin so dumm. Ich dachte, da schießt einer mit einem Raketenwerfer. Nein. Leute, was ist los? Lasst mich in Ruhe. So, wo fahre ich denn hin? Ich würde ganz gerne hier hinter irgendwo. Aber man hört doch mal auf jetzt, um auf den LKW zu schießen. Der ist nur geliehen, den muss ich wieder zurückgeben. Hört doch auf jeden Fall jemanden. Bilde ich mir das ein. Das sind das die Zelte, die im Wind wehen. Ich wusste es doch. Waren wir die ganze Zeit ohne Platten unterwegs oder hat... Ne, der hat uns doch gerade nicht getroffen, oder? Ich weiß es nicht, bin schon wieder verwirrt. Schade, wäre zu geil gewesen. Wollte aber auch nochmal zur Vorratsstation, bloß die hier oben wird langsam knapp. Das Telefon klingelt. Ich habe vor einer Woche den Ring geguckt. Und einfach aufgelegt. Scheiße. Krabbelt bestimmt gleich hier aus dem Monitor raus. Jetzt hör doch mal auf. Ja, nur gut, dass ich Russisch kann. Nicht. Vorne kommt noch ein Auto lang geprescht. Jawohl. Warum ist der nicht tot? Doch, der ist tot. Gib mir dein Geld. Glück gehabt. So, langsam wird's aufregend. Ja. Bleib hier auf jeden Fall erstmal in der Kuhle. Jawohl, den haben wir. Shit, wurden entdeckt. Nicht geil. Gar nicht geil. Kann ich den im Liegen? Doch. Nur beim nach vorne robben konnte ich es jetzt nicht sehen, okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass keiner mehr links und hinter mir ist. Ansonsten liege ich hier natürlich schön auf dem Silbertablett.
Ich habe jemanden husten hören. Von wo? Nein! Ah, und von der anderen Seite noch. Schade. Ach, ärgerlich. Aber es soll wohl heute einfach nicht sein. Welcher Platz sind wir denn noch geworden? Platz 5. Naja. Besser als nichts. Ich hoffe, bald kommt mal wieder ein Sieg, dass ich euch was Geiles zeigen kann. Aber danke euch soweit erstmal fürs Zuschauen. War ein paar witzige Momente dabei, finde ich. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.